Heute war nicht nur Digitalausschuss, ich kann euch auch erzählen von einer Sonderobleute-Runde, in der ging es um das potenzielle Verbot von chinesischen Komponenten der Firma Huawei für den 5G-Netzausbau. Man überlegt, ob man das verbietet, analog wie das in den USA bereits gemacht worden ist. Ich glaube, es geht eigentlich um das Aufteilen von Märkten. Das Argument dafür ist aber die nationale Sicherheit. Man befürchtet, China könnte da einen kleinen Killswitch ausbauen und uns das 5G-Netz abschalten, also Fälle von Sabotage. Man fürchtet aber auch Spionage und dass da irgendwie kleine Backdoors eingebaut worden sind. Ich habe in der Obleute-Runde gefragt, ob es dazu irgendwelche tatsächlichen Erkenntnisse gibt, also ob man sowas nachweisen konnte. Die Antwort war nein, konnte man nicht. Ich habe mich dann gewundert, warum man das dann eigentlich bei China so auf Verdacht so schlimm findet, dass man sie von einem Markt komplett verdrängen will, während wir es von den USA ja wissen, dass es dort nicht nur den Patriot Act gibt, also ein Gesetz, das Unternehmen zur Kooperation mit Geheimdiensten verpflichtet, sondern ihr erinnert euch, es gab einen Massenüberwachungsskandal, selbst Merkels Handy wurde überwacht. Das sind Tatsachen, nicht bloß Verdachtsmomente, aber es wird doch unterschiedlich behandelt. Man hat mir erklärt, die USA sei ja eine Demokratie und da ist das offenbar alles nicht so schlimm, als wenn das China machen würde und irgendwie hätte dann China doch mehr Durchgriffsmöglichkeiten. Naja, kann man so oder so finden. Ich habe gefragt, warum ist es dann bei 5G ein Problem, aber nicht bei 4G, wo massenhaft Huawei in deutschen Netzen verbaut ist. Unter anderem bei der Deutschen Telekom, fast die Hälfte des 4G-Netzes soll irgendwie mit Huawei ausgestattet sein. Da hat man mir gesagt, das wäre jetzt nicht das Problem, denn das Telekommunikationsgesetz würde man dazu ändern müssen. Das würde immer auch rückwirkend gelten. Das würde dann also bedeuten, dass man auch 4G-Komponenten von Huawei wieder ausbauen muss. Die Unternehmen, die das eingebaut haben, werden sich da echt freuen. Ja, anschließend hatten wir dann den Ausschuss Digitaler Agenda zu Gast, war diesmal der Verkehrs- und digitale Infrastrukturminister Andreas Scheuer. Der hat auch kurz was zu Huawei gesagt, nämlich, dass er findet, die Bundesregierung hat ja sich noch gar nicht so geeinigt, wie sie dazu steht. Aber man sollte doch auch mal dran denken, dass neben der Fabrik von Huawei in China auf gleichem Grund und Boden im Prinzip ein Haus weiter die Fabriken von Nokia und auch die von Ericsson stehen. Kann man ja mal drüber nachdenken, ist schon ein bisschen komisch, die eine zu verbieten, die andere nicht. Dann haben wir aber auch noch über den Glasfaserausbau und Mobilfunk gesprochen. Da hatte ich dann meinen lustigsten Moment des heutigen Tages. Ich habe nämlich Minister Scheuer gefragt, warum in den 5G-Versteigerungskriterien nur ein einziger Zielpunkt für 5G drinsteht. 1000 Basisstationen sollen die Unternehmen bauen. Warum es nicht mehr ist, zum Beispiel, weiß nicht, 5% Fläche abdecken oder 25, nichts davon steht drin. Darauf hat er gesagt, das stimmt doch gar nicht. Als Mitglied im Beirat der Bundesnetzagentur müsste ich das doch eigentlich wissen. Zum Beispiel an den Verkehrswegen, da stünde ja eine Latenzzeit drin, die kann man ja nur mit 5G erreichen. Da hat er mich in der Tat verblüfft gesehen, hat gesagt, Sie haben recht, ich bin Mitglied im Beirat der Bundesnetzagentur, deswegen weiß ich auch, dass was Sie sagen nicht stimmt. Diese 10 Millisekunden, die kann man auch mit 4G erreichen. Das habe ich auch den Herrn Hohmann, Präsident der Bundesnetzagentur, gefragt. Es ist von ihm bestätigt worden, dass das keine Vorgabe ist, die nur mit 5G erfüllt werden kann. Darauf guckte Minister Scheuer ein bisschen verdutzt. Ich bin mir nicht sicher, ob er es geglaubt hat, aber ich nehme an, er hat es aufgeschrieben und googelt es nochmal nach. Und dann wird er wissen, ich hatte recht, es gibt leider keine vernünftigen 5G-Zielkriterien im Versteigerungskatalog. Das war's in Kürze. Heute Abend gehe ich noch da hinten im Kanzleramt bei Doro Beer, der Digitalstaatsministerin, zu Abendessen, zusammen mit den anderen Mitgliedern vom Digitalausschuss. Wir reden über die Umsetzungsstrategie der Bundesregierung, die morgen Donnerstag, 21. Februar zwischen 9 und 10 Uhr im Plenum verhandelt wird. Und ich werde für die Linksfraktion dazu sprechen.